Hallo Freunde, heute besuchen wir gemeinsam Schlossberghöhlen und Hohenburg Homburg. Obwohl es ca. 10 Kilometer von uns entfernt ist, bin ich leider zum ersten Mal hier. Jetzt lasst uns gemeinsam hineingehen und uns die Höhle ansehen. Detaillierte Informationen erkläre ich Ihnen beim Besuch des Höhleninneren. Der Eintritt in die Höhle ist kostenpflichtig. 7 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Studenten und 17 Euro für eine Familientageskarte. Um mögliche Unfälle zu vermeiden, ist das Tragen eines Helms erforderlich. Wir setzen unsere Helme auf und jetzt gehen wir hinein. Nehmen wir an, Sicherheit geht vor. Sie bedeckten die Laufflächen mit Eisengitter, um sie vor herunterfallenden Teilen von der Decke zu schützen. Every laugh a melody, perfect tune, just you and me, hand in hand, hearts on fire. Lassen Sie mich zunächst einige Informationen über diese Höhle geben. Den Schlossberg krönte einst die Hohenburg, im 12. Jahrhundert Sitz der Grafen von Homburg, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Renaissance-Schloss der Grafen von Nassau-Saarbrücken und unter französischen Herrschaft von Vauban errichtete eine wehrhafte Festung Ludwigs XVI. Die Festungsanlage wurde erstmals 1997 und endgültig 1714 geschleift. Die Reste der gesprengten Festung waren durch Bewuchs und Ablagerungen kaum noch zu erkennen. Die verbliebenen eindrucksvollen Ruinen wurden seit 1998 freigelegt und restauriert und lohnen einen Besuch. Eine ausführliche Ausschilderung sorgt für die notwendigen Informationen über die Festung. Die Homburger Schlossberghöhlen mit ihren mächtigen Kuppelhallen und kilometerlangen Gängen. Während der französischen Besatzungszeit 1679 bis 1714 wurden die Höhlen weiter ausgebaut und als Magazin verwendet. Ein Beschwerdebrief eines Offiziers beschreibt jedoch, dass die hohe Luftfeuchtigkeit 80-100% nicht geeignet war, Vorräte wie Schießpulver oder Lebensmittel zu lagern. In 12 Stockwerken übereinander sind die größten Buntsandsteinhöhlen Europas. Zur Besichtigung freigegeben sind nur die obersten 3 Stockwerke mit einer Länge von ca. 800 Meter, die man aufrecht begehen kann. Die Entstehung der Anlage liegt zwischen dem 11. und dem 17. Jahrhundert. Im Laufe dieser Zeit diente das Höhlensystem hauptsächlich Verteidigungszwecken. Zum Schutz und zur besseren Verteidigung der Hohenburg sollen damals Fluchtwege durch die Schlossberghöhlen hinab ins Tal geführt haben. Weiterhin dienten die Höhlen der Lagerung von im letzten Weltkrieg. Wenn wir ihre Geschichte betrachten, begann sie mit der Verehrung der Burg im Jahr 1150. 1550 bis 1620 Renaissancezeit. 1679 bis 1995 ist die barocke Vauban-Zeit. Heute scheint es nur noch eine Ruine zu sein. Die Temperatur in den Höhlen liegt bei 10 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 80-90%. Belüftet werden die Höhlen nur durch den natürlichen Luftzug der Aus- und Eingänge. Das Gestein der Schlossberghöhlen zählt zum mittleren Buntsandstein, einem Sediment, welches im Trias teilweise durch Wind- und Meeresablagerung entstanden ist. Davon zeugen die wellenartigen Versteinerungen, die überall in den Schlossberghöhlen zu finden sind. Die Rotfärbung des Buntsandsteins kommt durch den Eisengehalt. Der gelbe Buntsandstein besteht zu 95% aus Quarz. Der Sand wurde als Zusatz zur Glasherstellung verwendet. Weiterhin diente er als Streusand, der früher zum Reinigen von Fußböden und hölzernen Haushaltsgeräten verwendet wurde. Zu diesem Zweck wurde er von Homburg aus unter der Handelsbezeichnung Silbersand in weiten Teilen Deutschlands verkauft. Mit dem Ende der Sandgewinnung
verloren die Schlossberghöhlen eine Bedeutung und gerieten in Vergessenheit. Erst 1930 wurden die Höhlen durch spielende Kinder wie er entdeckt. Unter sachkundiger Führung ist es möglich, die geheimnisumwitterten Höhlen zu besichtigen eins, wobei auf Wunsch der Höhlengeist erscheint. Every laugh a melody, perfect tune, just you and me. Hand in hand, hearts on fire. Französisch, Schwedisch, Holländisch, über Lautsprecheranlagen. Besuchen Sie auch Europas größte Buntsandsteinhöhlen auf dem weithin sichtbaren Schlossberg. Wandeln Sie auf den Spuren der Römer im Freilichtmuseum in Schwarzenacker. Erwandern Sie den Kulturpark Homburg auf herrlichen Waldwegen. Erleben Sie Homburgs Gastfreundschaft in Spitzenrestaurants, gemütlichen Gasthäusern und urigen Kneipen. Homburg erwartet Sie. Ob Sie Ihre Stadt für mehrere Tage oder einige Stunden besuchen, Sie sind uns jederzeit herzlich willkommen. Ja, Freunde, wir haben die Schlossbergenhöhle besucht. Wenn Sie einmal das Saarland besuchen, ist diese Höhle einer der Orte, die ich Ihnen empfehlen kann. Auf Wiedersehen, wir sehen uns heute in weiteren Videos. Bevor ich es vergesse, ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und einen Kommentar hinterlässt. Morning light, it shines so bright. New day starts, feels so right. In the air, there's magic there. Every step, no burden bear. Walking down the busy street, piano notes beneath my feet. Smiling faces left and right. Everything pure, sheer delight. Sunshine dreams in my mind.